Heute bereiten wir den Naturnagel vor für eine Schablonverlängerung. Was daran anders ist als beim Tipp, wirst du in diesem Video sehen. Also, wenn du neu auf deinem Kanal bist, schnell teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann würde ich sagen, let's do this. Richtig, heute geht es um die Schablonverlängerung bzw. um die Vorbereitung für die Schablonverlängerung. Denn der Naturnagel muss vernünftig vorbereitet werden, denn sonst haftet das Gel nicht drauf oder ihr bekommt Liftings oder irgendwas anderes. Deswegen muss das vernünftig vorbereitet werden. Ihr könnt euch das so vorstellen, als wenn ihr irgendwie eine Tischplatte lackiert oder eine Wand streicht. Ne, der Untergrund muss auch vernünftig vorbereitet werden, denn sonst haftet die Farbe oder der Lack nicht. Genauso ist es beim normalen Fingernagel natürlich auch. Alle Produkte sind unten auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Wir werden heute auch ein bisschen mit dem Fräser arbeiten. Wenn ihr da schon Erfahrung habt, macht gerne mit und probiert es aus. Ansonsten üben und auch gerne meine Videos zum Thema Fräser anschauen. Da habe ich schon einige zugemacht. Also da auf jeden Fall mal reingucken, bevor ihr wirklich loslegt und an der Nagelhaut rumfräst. Aber ich schwafel nicht mehr lange. Lasst uns einfach mal loslegen mit der Naturnagelvorbereitung für Schablone. Erstmal natürlich alles Material entfernen, falls ihr Auffüllen macht mit Schablone, komplett entfernen. Alles, was nicht mehr tragfähig ist, wo Luft drunter ist etc. komplett wegmachen, denn das ist nicht mehr für eine Modellage geeignet. Wir haben jetzt hier das komplette Gel entfernt. So sieht der nackte Nagel jetzt aus. Wir haben hier ein bisschen Nagelhaut, wir haben wie gesagt kein Gel mehr drauf, wir haben das komplett runtergeholt. Und ja. So solltet ihr dann am besten auch starten. Falls ihr noch ein bisschen Gel drauf habt, aber was noch richtig fest am Nagel ist, lasst das ruhig drauf. Also es kann ruhig 10% an Gel drauf bleiben. Wie gesagt, alles was nur nicht mehr tragfähig ist, komplett abrasieren. So, wir machen jetzt erstmal die Nagelhaut ein bisschen locker. Falls ihr viel Nagelhaut habt, das heißt, wenn die Nagelhaut jetzt bis hierhin geht oder richtige Lappen, möchte ich mal sagen, habt, kann man das so sagen? Nein. Nein. Aber das ruhig. Lappen. Nagelhautlappen. Nagelhaut. Genau. Also wenn ihr richtige Nagelhautlappen hier rumhängen habt, dann einfach lösen das Ganze mit einem Rosenholzstäbchen oder mit einem Pro-Pusher, was auch immer ihr da habt. Und ein bisschen entfernen. Ich würde noch nicht alles entfernen, denn wenn ihr noch nachfeilt oder irgendwie mit der Feile nochmal Hand anlegen wollt, ist eine geschnittene Nagelhaut immer sehr empfindlich. Das heißt, ihr könnt leicht blutige Finger dabei rausbekommen. Deswegen Nagelhaut immer zum Schluss erst entfernen, wenn ihr wie gesagt nochmal nachfeilen müsst. Wenn ihr jetzt eine Modellage drauf macht, die kein Nachfeilen braucht oder falls ihr das gar nicht machen wollt, dann könnt ihr jetzt ruhig komplett alles wegmachen. Aber ansonsten würde ich euch empfehlen, lasst ruhig noch ein bisschen was dran. So, hier haben wir ein bisschen unsichtbare Nagelhaut, die ist ein bisschen störrisch immer. Komischerweise immer an diesem Finger. Aber das machen wir gleich noch weg. So, und dann lockern wir das Ganze einmal. Ich gehe jetzt immer als erstes mit dem Fräser einmal lang und einem Diamantbit. Ich nehme die Flamme immer dafür. Die blaue Flamme, um genau zu sein. Fräser auf Rechtslauf, damit wir die linke Seite bearbeiten. Wir gehen jetzt mit dem Fräser in dieser Haltung einmal komplett rum. So, bevor ich anfange. Falls ihr mit Fräser noch keine Erfahrung habt, übt es erstmal euch selber. Ganz, ganz wichtig, nicht, dass ihr die Kunden verletzt und dann eine Klage am Arsch habt. Deswegen erstmal an euch selber üben. So, wie ich gerade schon gesagt habe, vorsichtig mit dem Fräser an die Nagelhaut, unter die Nagelhaut so leicht runterschieben das Ganze. Erst die unsichtbare Nagelhaut entfernen, das heißt, sie geht leicht auf dem Nagel entlang. Nur nicht zu fest drücken, ganz, ganz wichtig. Sonst habt ihr da so rote Ränder. Und dann ruhig bis hier in die Ecke gehen. Merkt euch diese Bewegung. Hier schräg und dann werdet ihr immer gerader. Hier dann zum Schluss könnt ihr so ein bisschen
diese ganzen kleinen Füßelchen wegmachen. Und wenn ihr die Nagelhaut so ein bisschen entfernen wollt, dann drunter gehen und dann nach oben drücken den Fräser zur Nagelhaut hin. Drunter, nach oben und dann lang gehen. Ist das weg? Tut nicht weh. Zwischendurch. Luxusbehandlung hier. So, andere Seite machen wir es genau andersrum. Links lauf. Und dann arbeite ich mich von der Seite vorsichtig erstmal auf den Nagel entlang, um die Haut zu entfernen, die unsichtbare. Und dann gehe ich vorsichtig hier entlang. Auch wieder nach oben drücken zur Nagelhaut hin, falls ihr die entfernen wollt oder ein bisschen bearbeiten wollt. Ansonsten wirklich nur leicht auf dem Nagel arbeiten, um die unsichtbare zu entfernen. Falls ihr den Fräser reinigen wollt, falls ihr merkt, dass der so ein bisschen verstopft ist, nehmt euch einen Buffer, einen alten, und steckt den Fräser dann kopfüber rein. So ist er dann wieder sauber und ihr könnt weiterarbeiten. Das hätten wir schon mal geschafft. Warum links und warum rechtslauf? Warum tausche ich das? Damit der Fräser sich gegen die Nagelhaut dreht. Und so pusht ihr die Nagelhaut nach oben. Wenn ihr es andersrum machen würdet, könntet ihr abrutschen und auf die Nagelhaut kommen oder beziehungsweise auf den Finger rutschen. Und das ist unangenehm. Deswegen sollte er sich immer so umdrehen, um die Nagelhaut nach oben zu pushen. Genauso drehen wir es ganz um die Nagelhaut dann von der anderen Seite hoch zu pushen. Das haben wir schon mal geschafft. Jetzt natürlich den Nagel anrauen. Ich habe hier eine 220-240er Feile. Ihr könnt auch mit einer 180er arbeiten, aber feiner sollte das Ganze nicht sein. Wirklich eine recht feine Feile nehmen. Ihr könnt natürlich auch einen Buffer nehmen. Ist für Anfänger vielleicht sogar noch besser, weil der noch ein bisschen feiner ist. Aber wie gesagt, ihr könnt auch eine Feile nehmen. 200er sollte eigentlich davon ganz gut ausreichen. Und dann rauen wir den Nagel ganz, ganz leicht an. Das dient dazu, damit sich das Gel in den Nagel reinsetzen kann. Wirklich nur ganz leicht anfeilen. Vor allem hier durch die Seiten auch gehen, damit sich das Gel hier schön reinsetzen kann. Der Nagel sollte komplett anmattiert sein, sollte keine glänzende Stelle mehr da sein. Und falls ihr hier so Haut- oder Nagelschüppchen habt, die natürlich auch entfernen. So. So sieht er dann aus. Als nächstes kürzen wir den Nagel. Wir machen ja eine Schablonenverlängerung oder wir bereiten ihn für eine Schablonenverlängerung vor. Das heißt, ich möchte diese Ecken hier weg haben. Ja? Ganz, ganz wichtig für eine Schablonenverlängerung. Auch diese Ecke hier sollte weg. Denn die stören uns dann nachher, wenn wir das Ganze, wenn wir die Schablonen aufkleben wollen. Generell würde ich den Nagel auch kürzen. Kommt natürlich darauf an, was die Kundin vorhat. Es gibt auch Kunden, die wollen ihren Naturnagel irgendwann haben. Dann lasst den natürlich so lang wie möglich. Aber kürzt den ruhig schön stark. Sonst habt ihr unten drunter so einen Naturnagel und dann die Schablonenverlängerung. Sieht immer von unten ein bisschen doof aus. So. Und schon haben wir unseren Nagel vorbereitet für eine Gelmodellage, in diesem Fall eine Schablonenverlängerung.
Das könnt ihr natürlich auch machen, wenn ihr normal nur Gel auftragen wollt. Wenn ihr jetzt einfach nur Shellac draufschmeißen wollt, könnt ihr das auch so machen. Da würde ich jetzt natürlich noch die Nagelhaut entfernen, ganz wichtig. Ansonsten, wenn ihr jetzt eine normale Naturnagelverstärkung machen wollt, ist das auch super, diese Vorbereitungstechnik. Und genau. Und dann auch wieder mein kleiner Extra-Tipp. Es gibt bei Jollifine diese hauchdünnen Zeletten. Und die sind wirklich super, um den Naturnagel zu dehydrieren bzw. abzucleanern. Ich schnappe mir hier mein Aceton. Tränke die Zelette logischerweise in Aceton. Schnapp mir ein Rosenholzstäbchen. Und wickel die hier einmal drum. Und dann kann man hier wunderbar unter die Nagelhaut gehen und durch die Ecken. Richtig schön drunter schieben das Ganze und durch die Ecken gehen. Auch hier gehen wieder Grüße raus an Michael Sade und Milena Bogaso, von denen ich diesen kleinen Tipp habe. Ein wirklich super Tipp, wie ich finde, denn so habt ihr, wie gesagt, keinen Staub unter den Nägeln und auch keine Fettreste unter den Nägeln, durch die dann irgendwelche Liftings kommen können. Und dann war es auch schon mit diesem kleinen Video zum Thema Naturnagelvorbereitung für Schablone. Beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall auch die Schablone kleben. Also seid gespannt und auf jeden Fall auch Glöckchen anklicken, abonnieren, Share teilen, liken und einen Kommentar da lassen. Falls ihr auch noch Videowünsche habt, dann gehe ich dem Ganzen natürlich sehr, sehr gerne nach. Ansonsten Daumen nach oben auch noch und Videobeschreibung reinschauen. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.